erstes Qualifikationsrennen findet im Lime Rock Park statt, das für seine fließenden Höhenunterschiede und das ländliche Ambiente berühmt ist. Wir haben für das Qualifying eine Liste wirklich legendärer Autos aus der Superstraßenrennen-Staffel zusammengestellt. Alle Autos wurden so getuned, dass sie gleich auf sind. Also wählen Sie einfach den Wagen, der Sie am meisten anspricht, und wir können loslegen. Ja, dann wollen wir mal nach RC Pro AM gucken, wie sich was anderes fährt. Wie gesagt, ich habe mir die neue Demo von Forza Motorsport 6 runtergeladen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so machen können. Ich muss wohl für die Karriere zu starten 3 Quali-Rennen fahren. Ich entscheide mich für den Mazda Subaru Golf. Für den persönlichen Touch können Sie das Auto jetzt anpassen. Diese Designs stammen von anderen Spielern der dynamischen Lackierer-Community. Sie können eines davon kostenlos auf Ihren Wagen anwenden. Ja, gucken wir mal. Was gefällt uns? Das gefällt uns. Sind Sie bereit, Ihr Rennen mit diesem Auto zu starten? Ja. Das letzte, was ich gespielt habe, war die Forza Horizon zum Film. Jedes Rennen hat ein Ziel. Für dieses Zeittraining müssen Sie mindestens den 3. Platz belegen, um mit dem nächsten Rennen fortfahren zu können. Wählen Sie jetzt Rennen starten. Dann wollen wir mal Rennen starten. Und gucken. Dank der Drivatar-Technologie ist jeder Fahrer so einzigartig und kampflustig wie der Spieler, der ihn trainiert hat. Ja, dann viel Spaß mit mir, Freunde. Cockpit, Perspektive werde ich ja nicht fahren. Das ist nicht so mein Ding. Da bin ich noch schneller von der Strecke, als ich gucken kann. Okay, ich muss 3 Runden fahren auf der Strecke und Dritter werden mindestens. Dann mal gucken, wie sich das Teil so lenkt. Ich versuche mal nicht alle wegzukippen hier. Hier ist blau und in der Kurve rot oder gelb werden dann Streifen für die Ideallinie zur Orientierung. Ich fahre jetzt nicht immer auf dem Streifen, meine eigene Ideallinie. Aber hier dann zum Beispiel fahre ich jetzt übers Gras. Die Curbs merkt man richtig an den Vibranten. Wahrscheinlich werden wir da auch ganz schön schnell mal die Strecke verlassen, wenn ich Kurs zu rasant erwische. Okay. Gib Staff. Da vor uns ist die Nummer 6. Das heißt, wir haben noch ein paar Plätze aufzuholen. Na komm, lässt du mich da eben durch. Danke. Ja, man kann ein bisschen zurückspulen, wenn man hier Fehler gemacht hat, gab es ja bei einer anderen Version auch schon. Ist nicht meins, Fehler ist Fehler. Oh Gott! Oh, scheiße gefahren. Genau. So, ich muss trotzdem hier noch ein bisschen Plätze gewinnen. Aktuell bin ich 4. von 24. Was liegt hier? Blätter können wir sehen, die hier über die Straße getragen werden. Grafisch. Meine Augenweite, finde ich. Die Spiegelungen in den Autos sind noch besser geworden. Und der obligatorische Ruby schwebt auch wieder über der Strecke. Gut, der wird mich über Pro hier Bomben schmeißen. Gehe ich jetzt mal raus. Und jetzt sind wir auf Platz, den ich auf jeden Fall brauche. Und zwar Platz 3 ist auch die letzte Runde. Das heißt, ich sollte mir jetzt keinen dicken Fauxpas mehr leisten. Sondern versuchen einfach mal Platz 3 zu halten. Gut, ich kann. Platz 1 ist ganz weit weg. Platz 2.
2 vielleicht, wenn ich da vorne in der Kurve etwas später bremsen kann als im Kollegen. Bisschen mehr bin ich. Und letzte Gänge. Also bin schon raus. Okay, Ziel, wir kommen langsam in Sicht. Ein verwegener Blick nach hinten. Okay, keiner ist an uns verfolgen. Und hier kommt das Ziel. Ja! Position 3. Für jedes Rennen erhalten Sie Credits. Damit können Sie neue Autos, Upgrades und andere Gegenstände kaufen, die ich Ihnen später noch vorstellen werde. Okay. Außerdem erhalten Sie Erfahrungspunkte, kurz EP. EP erhöhen Ihre Fahrerstufe und Affinitätsstufe. In den nächsten Rennen werden Sie noch mehr dazu erfahren. EP, Erfahrungspunkte EP. Welche innovative Abkürzung? Da habe ich keinen Plan. Gute Arbeit. Sie haben Ihr erstes Qualifying bestanden. Gut. Es steht ein Nachtrennen auf dem Yas Marina Circuit bevor. Da der Asphalt nach Sonnenuntergang schnell abkühlt, müssen Sie also die Grenze der Bodenhaftung finden, ohne sie zu überschreiten, um hier den Sieg davontragen zu können. Tja, dann schauen wir mal, was so ein Nachtrennen bringt. Sieht cool aus, hat ein bisschen was so Dubai-mäßig. Wählen Sie vor dem Rennstart Mods und ich werde Ihnen eine Einführung in diese neue mächtige Funktion geben. Oh, eine mächtige Funktion. Mods eröffnen Ihnen ganz neue Möglichkeiten, Ihr Fahrerlebnis genau abzustimmen. Egal, ob Sie noch schneller werden oder den Einsatz erhöhen wollen, Mods machen es möglich. Wählen Sie das Starterpaket, um es zu öffnen und die Mods darin anzusehen. Ja, dann gucken wir mal. Hier können Sie die neuen Mods aufdecken. Drücken Sie dann A und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie sie installieren können. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Hier können Sie auswählen, welche Mods Sie verwenden möchten. Manche Mods sind dauerhaft, andere gelten nur für ein Rennen. Ja, nehme ich mal Wählen das. Sie einen leeren Slot, um den Mod anzuwenden. Sie haben erfolgreich Ihren ersten Mod angewendet. Ich habe das erste Mal erfolgreich gemodzt. Ja. Sound ist auch cool. Feuerwerk, Tribünen belegt, ja, sind ein paar Zuschauer da und einmal in die Eisen. Ja. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, mal so langsam den vierten vor mir. In der zwei Runden sage ich mich schon ein bisschen anstrengend. Ich will keinen fetten Fehler leisten. Das hat sich dann immer hier gleich erledigt. Geht, komm, komm. Ja. Okay. Ah ja, schöne Gerade.
wechselt gerade das Licht. Allianz Arena, Arella von Bayern auf 1860 und zurück. Fahrerstufe erhöhen, erhalten Sie ein Preislos. Cool. Sie haben Ihr erstes Los für die Tombola erhalten. Sie könnten eine Ladung Credits, Mod-Pakete oder sogar ein brandneues Auto gewinnen. Drücken Sie A, um die Tombola anzuhalten und Ihren Gewinn anzuzeigen. Tja, höchstwahrscheinlich hat das Teil einen mächtigen Nachlauf. Drücken, versuchen wir mal den Bugatti zu kriegen. Naja, das wird wohl nichts werden, oder? Sie haben ein neues Auto gewonnen. Ford Mustang. Die ganzen Bugatti. Bei Schaurennen haben Sie Gelegenheit, die schnellsten Autos der Welt im Rahmen von Veranstaltungen zu fahren, die die Besonderheiten jedes Wagens hervorheben. Okay. Sie haben Ihr erstes Schaurennen freigeschaltet. Vom Autocross bis zur Überholungsherausforderung gibt es viele verschiedene Arten von Schaurennen, die in separate Gruppen unterteilt sind. Sie haben jetzt Zugriff auf diese Schaurennengruppe. Wählen Sie sie aus, um mehr über diese aufregenden Veranstaltungen zu erfahren. Ja, wir haben bloß die Race Driver Experience. The motorsport pyramid is rocky and steep, and very few drivers make it to the very top. Only they know what it's like to race at Le Mans. Or Indianapolis, or Bathurst, in cars tailor-made for the occasion.
In these showcases, you can get one step closer to experiencing these races and glimpse into the life of a professional racing driver. Here, you'll drive the world's greatest race cars on some of the most famous circuits in international racing. Diese Veranstaltungen sind alle Teil der Gruppe Rennfahrererlebnis. Wählen Sie diese Veranstaltung, um Ihr erstes Schaurennen zu starten. Tja, dann wählen wir mal IndyCar. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt, der 1909 mit einem Heißluftballonrennen eröffnet wurde. Das war bestimmt nicht so schnell. Oder? Die Strecken haben sie echt cool gemacht. Dann gucken wir mal. IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 230 miles per hour on a banked oval. So aerodynamics is king, which is why these look unlike any other single-seaters in the world. In fact, every team must use a standard Dallara chassis, but can choose between a Chevrolet or Honda engine. Yeah. Oval course, im Kreis drehen. Dann lass uns mal eine Runde im Kreis fahren. Da kommt mit gar nicht. Ich bin bei 83. Okay, gib schon ab. Komm, schalt hoch. Und nochmal. Komm. Jawohl. Und rum. So, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, also, das heißt Vollgas. Nach Möglichkeit niemand anecken. Einmal in der Wand drin geblieben. Aber. Oh. Ja. Oh, da sind wir gerade noch irgendwie vorbeigekommen. Runde. Okay. Je mehr Runden, desto höher mein Fehlerpotenzial. Ich will mal gucken, ob ich mich 7 Runden konzentrieren kann. Da fährst du auch nur. Highspeed. Okay, hinten ist erstmal Ruhe. Und da vorne haben wir noch ein bisschen Luft. Keine Mauer geboren. Ich habe jetzt auch nichts irgendwie eingestellt, Gegnerstärke, was man sonst sicherlich noch einstellen kann. Oder dem ist der Umfang jetzt auch noch nicht so groß. Da ist dann wirklich stellenweise Feintuning angesagt. Auch wenn es mit 24 Gegnern online geht, da würde ich sagen, muss ich mächtig üben vorher. Und jetzt auch nicht so der Formelfahrer, der Horizon-Fahrer, mehr so also die Need-for-Speed-Geschichte, wo dann auch der Fun-Faktor höher ist, wo wir uns auch schon mit Kollegen auf der alten 360 ja, gute Rennen geliefert haben. Ja, mal lauter Rennen. Labern, bremst, verliert. Aber du kommst relativ gut hier mit Vollgas durch. Kurz vom Gas, einmal gucken, was der Kollege schaltet. Ja, ist ganz
Bremsen wir mal, dann muss er wieder hochschalten. Okay, Runde 5. Die haben meine Freunde mich verlassen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob hier irgendwo bei Indy eine Ausfahrt ist. Die Kollegen mitfahren irgendwie abgebogen sind auf dem Campingplatz. Kneipe in die nächste. Hat so den Anschein. Ich bin so schnell, dass ich mich durchgebohrt habe. Weil da vorne sehe ich, glaube ich, einen. Das könnte jemand sein. Das ist er. Wo kommt der her, wo der hin? Wo er herkommt, weiß ich. Aber hier. Wir haben es nicht besonders eilig hier. Und die lassen mich schön gewähren. Oh! Rasen. Ah, das ist kein Rasen. Gleich kommt die letzte Runde. Pass hier. Ich denke mal das dritte Qualifying-Rennen, was ich brauche, um Karriere zu machen, werde ich mir sparen. Weiter geht es dann in der Demo nicht mehr. Und so als First Look. Jetzt habe ich den Frontflügel weg. Wenn es hier der Frontflügel ist, jetzt habe ich ein Problem zum Schluss noch. Okay, ich bin noch Erster. Ich habe die Jungs ja fast alle überrundet hier. Aber ist ganz schnell nochmal von der Strecke weg. Ja, wie gesagt, als First Look. Für diejenigen, die noch, sich noch nicht entschieden haben, mit Liebäugeln, kleine Unterstützung, hat schon einen großen Verfall. Und Kollege, einmal durchziehen und danke für die schöne Fahrt. Wünscht Rockaby. Ja, das war's fürs Erste von Forza Motorsport 6. Ich wünsche euch noch viel Spaß.